geht. Junge, da hat jemand die 86 plus SVC gemacht und hat dreimal illicit gezogen, Digga. Überleg mal, wie heftig der einfach vom Spiel gekriegt wurde. Dreimal illicit. Einfach hops. Einfach komplett hops. Wie kann man. Überleg mal, du packst da deinen roten Lori rein, vielleicht noch deinen roten Royce. Alles Mögliche packst du da rein und hast dreimal illicit zur Auswahl. Diese SPC, ne? Ich weiß auch nicht, ob ich die nochmal mache nach der letzten. Die letzte war ja schon wieder so eine Dreckstonne. Vielleicht wäre es schlauer, die sogar die ganzen roten aufzubewahren, bis die Team of the Seasons in Rot kommen. Weil dann sind die ganzen Team of the Seasons ja auch da drin, ne? In der Upgrade SPC. Also eigentlich wäre Herr Mbappé richtig geil, nur. Doucouré ist natürlich auch nicht schlecht. Ramos ist ganz nice, De Jong ist nice. Benjeda wäre halt der härfste Troll. Das wäre so vor ein paar Tagen den POTM gemacht und jetzt kommt der 87er. Was hältst du von Ramos? Hätte schon Bock auf den. Ja, Real Talk, wenn ich den jetzt in Rot bekommen würde, würde ich den, glaube ich, auch zocken. Einfach, um mal eine geile rote Karte zu haben. Aber ich glaube, Ramos und Mbappé sind so gut wie unziehbar. Ich glaube, das ist sogar ein Benjeda wahrscheinlicher als Ramos. Wenn ich jetzt predikten müsste, was ich gleich ziehe, dann wird es sein... Luis Alberto gibt es, glaube ich, schon oft. Ich glaube, Luis Alberto, Volland, vielleicht Doucouré. Und wenn nicht Doucouré, dann diesen Quaison. Den werde ich auf jeden Fall ein paar Mal zur Auswahl haben. Hat Renato Sanchez und Rulli aus Gold 1. Ach du Scheiße. Ja, Renato Sanchez wäre ja eine coole Karte, aber ich habe den Footmiss. Also ich glaube, Ramos ohne Scheiß wäre auch halt Hochmittel, ne? Junge, kann als Innenverteidiger Hochmittel haben. Ich habe ja damals mal den Team of the Group Stage Ramos gespielt. Der war eigentlich voll die Tonne, Digga. Was machst du schon so früh am Morgen online? Ja, ich bin schon lange wach. Und dann dachte ich mir, komm, ich habe Bock zu zocken. Ich habe meine Rewards immer noch nicht gezogen. Das war gestern schon so, hat mich ein bisschen in den Finger gekribbelt. Wir haben Elite 2 geholt. Es gibt ja eigentlich ein ganz geiles Team of the Week. Bitte, ohne Scheiße, ey, bestraf mich nicht mit Benjeda, weil ich weiß nicht, was ich machen soll, wenn ich Benjeda bekomme. Komme, dann weiß ich wirklich nicht, was ich machen soll. Was macht man denn dann, wenn man den POTM hat und den 87er? Mal gucken, aber jetzt gibt's erstmal Mbappé, denn der linkt perfekt zu. Oh, ich hab's so. Digga, ich hab's vorhin predicted. Erinnert euch zurück. Ich hab gesagt, wir bekommen Volland. Wir bekommen Luis Fabiano oder. Nee, Luis Alberto. Oh, ich nenne den mal falsch. Und wen habe ich noch gesagt? Entweder Doucouré oder. Wer war der andere? Oder den Mainzer. Wir machen wieder diese andere Taktik. Ich nehme den schlechtesten. Wir machen diese Taktik von wegen, oh, der hat erst einen 79er. Dann geben wir dem jetzt mal lieber einen 93er. Mhm. Die hat beim letzten Mal nicht funktioniert bei den Top 100 Rewards. Aber vielleicht hat sich ja was geändert jetzt. Vielleicht hat sich ja was geändert. Kaufst du. Ach du Scheiße, Digga. Junge, ich kann ja wirklich nur noch drüber lachen über diese Rewards. Das sind so heftige Mülltonnen. Oh mein Gott. Junge, wie er guckt. Er schielt einfach komplett nach außen. Oh, Junge, komm, wir nehmen dich mit, du altes Schiel. 77, Alter. 56 passen als Goldkarte. Muss Mbappé in Stream Squad machen. So, Kaschan. Überleg mal, das würde jetzt funktionieren, wie viele das danach machen. Jetzt kommt Benjeda. Nee, ich sag, jetzt kommt entweder dieser... Digga, wenn jetzt nicht mal Doucouré oder dieser 88er kommt, dann weiß ich auch nicht. Nochmal Volland. Oh mein Gott. Komm schon, bitte! Oh mein Gott! Alter, seid ihr alles... Junge, diese Elite Rewards, das ist unfassbar geil. Unfassbar geil, was das immer... Schön! War eine schöne Weekend League. Hat mich auch zum Glück gar nicht abgefuckt. Dreimal hatte ich frei zur Auswahl, schmeckt. Nicht mal Doucouré, den gefühlt jeder bekommen hat. Und nicht mal diesen 88er, den man wenigstens in der SBC hätte stecken können. Also merkt euch, die Taktik bringt nichts. Die Taktik mit Stream Squad bringt nichts. Und genauso wenig bringt den niedrigsten zu nehmen. Ich glaube, dann hat EA das Gefühl, der will Scheiße. Dann kriegt er nochmal extra viel Scheiße. Oh mein Gott, nicht mal De Jong oder so. Oh, das sind solche Nichtsgönner. Dann muss es gleich im Inform-Pack scheppern. Dann haben wir ein bisschen Coin... Das wird schon wieder doch. Das wird doch nicht schon wieder ein. Kein. Walkout-Opening, oder? Junge, du bist auch eine Flasche Higuain. Energy am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Ich hab noch einen Energy Drink, aber ich glaube, ich zisch mir jetzt keinen. Ich sage, da kommt. Wenn es ein Workout ist, dann ist es Volland, sage ich. Und wenn es kein Workout ist, dann. Oder der hier. Volland oder der ist es. Kommt, wenn es ein Workout ist. Und wenn es kein Workout ist. Ja, okay. Schwolloff oder Ramirez. Junge, was streamst du, wenn ich in der Schule bin? Junge, Philipp. Ich dachte, meine ganzen Zuschauer schwänzen alle. Schwoller! Der Infaz. Oh mein Gott. Oh! Hallo! Ja, Mann! So, Mauro! Ja! Oh!
Oh, nochmal der Bekiffte. Ist Lala wenigstens. Alles klar, hat ja erledigt. Was, Digga? Da wurde doch schon wieder irgendwie Coins rübergeschoben. Eieieiei, wenigstens 30k gemacht. Ja, und das ist dann mal. Also, das ist dann vielleicht doch nicht so schlau gewesen, heute die Rewards zu ziehen, wenn man denn die Weekend League anfängt, weil jetzt ist die Lust auf Weekend League natürlich deutlich gesunken. So, Pack Opening, ihr Sch. Pack Opening. Wir haben noch zwei Packs aus Dingens und jetzt gleich gibt es 100k Lightning Round. Wie viele Packs können wir ziehen bei 100k? 11 Stück, ne? Wird doch schon wieder nichts. Ich sehe es schon kommen. Wäre schon nice, so einen Winter Refresh zu ziehen, eigentlich. Aber dann werde ich bestimmt komplett Icon schreien, weil ich da den Unterschied einfach nicht erkenne. Auch krasse Preise, ne? Ich glaube, der Fernandes ist einfach nicht auf dem Markt bei 1 Million Price Range und Ibrahimovic kostet 1,5 Millionen. 11 Millionen auf der Uhr ist dann auch lecker. Oh ja, tut dann richtig weh, die Coins auszugeben. Ja, wir haben CR7 Totti verkauft. CR7 Totti ist mit Sicherheit die beste Karte in dem Spiel, habe ich gestern 10.000 Mal wiederholt. Aber der ist einfach in zu häufigen Spielen vom Momentum so schlecht, dass ich gesagt habe, das lohnt sich einfach nicht mehr. So, Junge, jetzt scheppert's erstmal! Oder auch nicht. Fuck. Nein! Warum nicht wenigstens Sandro? So. Oh! 50.000 Stück. Let's go! Let's go! Let's go! Heute spüre ich eine Moments-Icon. Wahrscheinlich. Minus 200 Euro. Minus 200 Tacken. Ah ja. Alles klar. Big Uff. Aber ja, ah ja, 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 ja. Oh. Mann, dass das so blau ist. Bitte. Och. Es ist auch bei mir niemals Birki. Es ist immer Sommer. Immer. Scam. Hat irgendein YouTuber eine Prime gezogen? Eine Moments? Nee, ne? Ich glaube gar keiner. Ah ja. Oh. Junge, gib mir einen Walkout. Was soll der Scheißdreck? Castro. Castros Account ist geflaggt. Castros Account ist geflaggt. Ah, er hat nicht mal einen. Oh, nee, hat er nicht. Keller hat eine gezogen. Echt? Keins, ich wollte schon sagen. Junge, ihr dreckigen Schweine aus Kanada. Was soll der Scheiß? Wenn du auf dem Klo sitzt und so richtig einen abdrückst. Junge, wie klein sind seine Augen im Vergleich zu seinem Gesicht? Okay, dann schaue wahrscheinlich nur ich so. Er hat gerade... Ja, moin. Wahrscheinlich, Junge. So, Frankreich! Ah, Junge, freu dich, Alter. Du bist mein erster Workout am Tag. Das kann ja nur ein Scheißtag werden. Wenn du da rausgesteppt kommst. Castro bekommt im zweiten Pack Prime Deco EA-Partner halt. Was ist das denn für eine Flagge? Nein, das ist dieser Riesenschädel. Nee, der so nach außen schielt. Oh Mann, Alter. Was soll der Scheiß? Oh, als hätte der mich nicht schon in meinen Player-Picks genügend verfolgt, Alter. Der hat mich doch schon... Oh. Gott, ich ziehe die ganzen Spieler, die Future Stars waren. In jedem Pack wäre hier ein Future Star gewesen, glaube ich. Immerhin Stones. Ja, soll man sich jetzt darüber freuen oder was? Ich dachte, wir ziehen wenigstens so einen Winter Refresh bestimmt. Was ist das für eine Farbe? Ist er was wert? Ja, hol dich ein! Hol den Fisch ein! Was kostet der? 11.000 Münzen! Hat er mit der Angel reingefischt. Perfekt! Weil dich jeder als bessere Karte hat. 11.000, Junge. Ich dachte, ich habe jetzt hier den dicken Fisch an der Angel. Oh! Verpiss dich aus meinem Packs, Junge! Du Schäbiger! Here we go again. Ist das? Nein, ist das, das für ein Icon? Oh, ich dachte, das wäre ein Icon, Digga. Oh, scheiße. Immerhin mal so ein. Oh, Junge, überleg mal Icon und dann dieser mit keinem Ruhewert. Schlag weg den Ball. Pschuh. Ja, Mann. Pschuh. Immerhin mal so eine. Oh, die sehen so geil aus, die Karten, ne? 50k, 80k. Junge, Herrera, die schmeckt doch. Aber da, guck mal, jetzt langsam, die geben langsam. Jetzt gerade kam eine orangene Karte, jetzt kommt eine blaue, jetzt wird eine weiße kommen. Kenn ich doch nicht anders von euch, oder? Son! Bam! Ist das auch was wert?
Das ist mal nice, Alter. 180k. 150? 400? Wo spielst du denn auf welcher Konsole, dass der bei dir 400 wert ist? Junge, darauf ein kräftiges. Da kam was Festes mit. Ja, ja, ich muss auch gleich kurz aufs Klo. Habe ich vor dem Stream nicht mehr geschafft, mache ich gleich hier. Der Scam Train. Oh, ich dachte, Digga, ich ohne Scheiß, das ist jetzt schon das fünfte, sechste, siebte Pack, was ich öffne. Aber ich denke mir immer noch, wenn unten blaue Linien sind, dann ist es ein krasser Spieler. Trommelwirbel. Da gönnen die nie wieder, ne? Ich glaube, ich habe noch nie wieder gezogen, wenn das kam.